Philipp Lahm macht sich Sorgen um unser Land. In der Welt am Sonntag hat er sich dazu geäußert, wie besorgt er ist um Deutschland und die Entwicklung in Deutschland. Offensichtlich scheint er jetzt Zeit dazu zu haben, seit das mit seinem Vorstandsposten bei den Bayern nicht geklappt hat. Und grundsätzlich ist das ja auch eine gute Sache. Also ich finde es ja gut, wenn auch Millionäre sich Sorgen um ihr Land machen. Ich fände es sogar richtig cool, wenn wir vielleicht hier auch einen Milliardär hätten, der sich Sorgen um sein Land macht. Aber so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber Millionäre, die sich Sorgen machen, sind ja schon mal ein guter Ansatz eigentlich. Aber die Hauptsorge von Philipp Lahm sind die bösen Rechtspopulisten. Er sagt, Deutschland darf nicht rechts werden. Ich habe mich gefragt, was meint er denn? Wie rechts darf Deutschland nicht werden? Nicht so rechts wie Bayern, das Land, in dem die CSU lange, lange Jahre lang stolz drauf war, dass sie die rechteste Partei im Land ist. Darf Deutschland so rechts nicht werden? Oder wenn Deutschland nicht rechts werden darf, darf es dann links werden oder noch linker? So, vielleicht so links, wie Teile von Deutschland schon einmal waren, als die Menschen in der DDR 40 Jahre lang mit der wunderbaren linken Ideologie beglückt wurden. Ist das okay? Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist der Grund, warum Philipp Lahm die größte Gefahr für Deutschland in den Rechtspopulisten sieht, der, dass er damals nicht mehr dabei war beim Terrorspiel von Paris, als man draußen die lauten Knalle gehört hat, als man im Stadion die Erschütterung gehört hat von dem islamistischen Terror, der draußen getobt hat, als die Mannschaft nach dem Spiel das Stadion nicht verlassen konnte, weil draußen Menschen gestorben sind und islamische Terroristen die Stadt in Angst und Schrecken versetzt haben. Vielleicht sollte man seine Kollegen fragen von damals, ob die auch glauben, dass die größte Gefahr in Deutschland im Rechtspopulismus liegt. Oder ob die vielleicht denken, dass es noch ein, zwei größere Gefahren geben könnte. Aber nicht so Philipp Lahm. Für ihn ist die größte Gefahr der Rechtspopulismus. Schauen wir uns mal die Zitate genauer an. Er sagt, ich denke, was vermutlich die meisten von uns denken. Und da geht es eben auch schon los. Das ist nämlich genau der Grund auch, warum Philipp Lahm das sagt. Weil er sich sicher sein kann, dass er damit überhaupt keine Gefahr eingeht. Dass er sich damit den Mainstream und die Mehrheit der Leute hinter sich hat, dass er nicht befürchten muss, irgendwelche Werbedeals zu verlieren oder nicht mehr in Interviews eingeladen zu werden, um seine Trikots und allen möglichen anderen Schnickschnack und seine Sachen zu promoten, dass er sonstige Geschäftsdeals verliert oder dass er Fans verliert, das alles weiß er, muss er nicht befürchten, wenn er sich gegen Rechtspopulismus äußert. Und genau deshalb und nur deshalb bringt er diesen Gratismut auch überhaupt auf und wird auf einmal politisch. Schauen wir es uns nochmal an. Ich denke, was vermutlich die meisten von uns denken, dass Deutschland nicht rechts werden darf. Dass nicht die Falschen, die Populisten, mehr Macht bekommen dürfen. Ja, mit den Falschen, die mehr Macht bekommen, da meint er wahrscheinlich so Leute wie Donald Trump, den mächtigsten Mann der Welt, der jetzt erstmal, oder neuerdings jetzt als kürzlich, erstmal den Iran-Deal schön zurechtgeschnitten hat, nach der unerträglichen Naivität von Obama ist da endlich wieder Vernunft eingekehrt. Oder der jetzt sehr sinnvolle Konferenzen und Maßnahmen gegen den IS einleitet. Denn in all diesen Dingen wie Islamismus oder islamistische Diktaturen sieht Philipp Lahm ja offensichtlich keine Gefahr. Da hat er auch nie größere Probleme gehabt, da in irgendwelche islamistischen Diktaturen zu spielen, mitzufahren.
mit dem FC Bayern, wenn es ordentlich Kohle gab. Nein, für ihn ist der Rechtspopulismus die größte Gefahr. Und schauen wir uns nochmal was er noch so gesagt hat. Das aktuellste Beispiel, so meint er, waren die Rechtspopulisten in Holland. Gott sei Dank, wie er meint, nicht so stark wie befürchtet. Im Frühjahr wählt Frankreich, im Herbst Deutschland. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur alle darüber nachdenken, sondern vor allem darüber sprechen. Ja, das tun wir hier, Philipp. Das mache ich gern für dich. Und auch bei Holland zum Beispiel könnte man über andere Dinge sprechen. Von Frankreich ganz zu schweigen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, über was man da eigentlich als Gefahr sprechen könnte. Aber auch in Holland. Da könnte man ja auch zum Beispiel darüber sprechen, dass die Holländer einen riesen Rabatz gemacht haben, um es mal freundlich auszudrücken. Also schon regelrecht Terror, könnte man sagen, auf den Straßen, als es die holländische Regierung, wenn auch nur zu Wahlkampfzwecken, mal gewagt hat, sich der türkischen Regierung entgegenzustellen. Da könnte man drüber sprechen. Oder man könnte darüber sprechen, wie viele Islamkritiker in Holland schon abgemurkst wurden. Aber auch das ist alles kein Thema für unseren Philipp. Er ist tief verankert im Kampf gegen rechts. Und deshalb sagt er auch, wir haben Jahre dafür gearbeitet, dass Deutschland ein weltoffenes Land wird. Wir wollen alles dafür tun, dass es auch so bleibt. Ja, also vor allem er hat lange Jahre hart dafür gearbeitet, dass Deutschland so ein weltoffenes Land wird. Er hat jahrelang für viel Geld mit vielen Ausländern in einer Mannschaft gespielt. Also da muss man ihm schon höchsten Respekt für zollen. Da muss man auch sagen, also alle Achtung, Philipp. Da hast du schon viel für die Weltoffenheit von unserem Land getan. Und deshalb sagt er auch, wir leben hier in einer gesunden Gesellschaft. Das darf nicht verloren gehen. Also auch die geistige Volksgesundheit liegt ihm offenbar sehr am Herzen. Die geistige Volksgesundheit im Sinne der bunten Multikulti-Fanatiker. Und deshalb ist er da auch schwer, schwer am Kämpfen. Auch eine andere Sache noch, die ihm am Herzen liegt, ist das Verhältnis zur Türkei. Da ist er auch immer noch schwer mit dem Herzen dabei, offensichtlich. Hat er auch mal, glaube ich, gespielt oder spielt noch. Ich weiß gar nicht. Ist so unbedeutend geworden. Und er sagt, er schwärmt davon, wie schön das war damals, die Freundschaftsspiele gegen die Türkei. Man ja, wird sich noch erinnern, wie schön das hier war und wie freundschaftlich sich manche Türken da gegenüber Deutschland verhalten haben und wie sehr sie Deutschland eine Niederlage gewünscht haben. Aber dennoch, Philipp Lahm sagt, bereut es, dass in der aktuellen angespannten Situation solche Spiele kaum noch möglich wären. Geht aber auch nicht weiter groß darauf ein, warum solche Spiele nicht möglich sind oder warum die Situation so angespannt ist. Das würde ja wieder Ärger mit den falschen Leuten bringen. Da würde er vielleicht dann doch wieder einen Werbedeal in der Türkei verlieren, wenn er am Ende noch Erdogan kritisieren würde. Oder würde sich hier mit den Türken in Deutschland verscherzen. Das hat ja der ein oder andere auch schon erfahren, wie das ist, wenn man in Deutschland es wagt, als Deutscher etwas gegen Erdogan zu sagen oder auch als hier lebender Türke. Und daher hat er sich da fein zurückgehalten und wahrscheinlich stört es ihn auch gar nicht so. Denn er ist im Kampf gegen rechts aktiv und deswegen sagt er auch, wie toll so eine Mannschaft wirken könnte als Integrationskraft und auch im Verhältnis zur Türkei, was da so ein Spiel ausmachen würde und wie eine Mannschaft auch als Vorbild dienen könnte zur Integration. Und da hat er recht. So
eine Mannschaft könnte ein tolles Vorbild für Integration sein. Zum Beispiel, wenn Mesut Özil mal die Hymne mitsingen würde und nicht, wie er sagt, während die Hymne gespielt wird, beten, also quasi ein innerliches Allahu Akbar ausrufen. Ja, dann könnte die Mannschaft tatsächlich, die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft meint er, tatsächlich könnte die dann ein Vorbild für Integration sein. Aber vielleicht wird das ja alles mal, wenn Philipp Lahm erstmal Bundestrainer ist oder auch irgendwie Oberaufseher für eine bessere Welt. Vielleicht wird dann ja alles gut. Bis dahin warten wir und sagen von Herzen Danke, Philipp.